Es ist der Sommer 91 und bei Hansa Rostock ist nichts mehr, wie es früher war. Die Spieler fahren in dicken Schlitten beim Training vor und die Leute vom Fernsehen sind aufdringlich wie nie. Sagen Sie, was ist eigentlich Marktwirtschaft für Sie? Einkaufen. Freie Marktwirtschaft. Einkaufen, billig einkaufen, so teuer wie möglich verkaufen. Und wenn Sie als Ware verkauft werden, wie finden Sie das? Herr Alms, 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen. Das kann mir egal sein. Für mich ist entscheidend mein Gehalt. Haben Sie sich eigentlich vorstellen können, also 2 Jahre zurückgedacht, dass Sie mal so in ein Wirtschaftssystem hineinwachsen? Dass Sie eigentlich... Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Was macht Ihnen denn in der Richtung am meisten Kopfzerbrechen? Von der Wirtschaft, dieser wirtschaftliche Aufschwung, von dem die ganzen Politiker quatschen, dass der nicht vollzogen wird. Ne? Marktwirtschaft und Spielerkäufe, das Fußballerleben ist unübersichtlich geworden. Nur auf dem Platz ist alles wie immer. Und sportlich erlebt Hansa sein Sommermärchen im Mai 91. Und wieder Juri Schlünz. Welche Ecke diesmal? Unglaublich. Ein Glücksmoment, ein Schlüsselspiel für Hansa. 2 Tore schießt Juri Schlünz gegen Dynamo Dresden. Die Rostocker sind Tabellenführer im Osten und unterwegs in Richtung Bundesliga. Wir sind dann schlussendlich Meister geworden und haben dadurch dann natürlich auch einen Grundstein gelegt für den Fußball in Rostock, aber auch für unser Portemonnaie. Also das muss man auch sagen. Und es gibt viele andere Vereine, die sind in der Versenkung verschwunden. Juri Schlünz hat nie für einen anderen Verein gespielt. Er lebt Hansa. Fußballer seit dem 7. Lebensjahr, Dribbelkünstler, Techniker. Später trainiert er die Erstligamannschaft, heute verantwortet er die Jugendarbeit. Im Februar 90 begrüßt er Bundesliga-Prominenz im Ostseestadion. Werder Bremen tritt an. Ein Freundschaftsspiel als Aufbauhilfe. Mega, sind da gerne hierher gekommen und die Zuschauer haben großes Interesse heute gezeigt, haben 8 Tore gesehen. Ich glaube, sie können sehr zufrieden sein. Das wichtigste Mitbringsel von Werder Bremen explodiert gern mal am Spielfeldrand. Hansas neuer Trainer heißt Uwe Reinders. Aber kein Tor. Sichern und kommen. Ein neuer Trainer, ein neuer Tonfall, auch gegenüber den Leuten vom Fernsehen. Ich bin kein Filmstar, sondern ich bin Fußballtrainer und ich kann nicht alles, was ihr wollt, dementsprechend. Das ist ja ganz normal. Ja, nur wenn wir überall rausgeschmissen werden, dann kriegt man natürlich keinen Film zustande, ne? Ja gut, das ist richtig, aber wir haben nachher 3 Spiele verloren und wir haben 2-mal den Oscar gewonnen. Das nützt uns nur nichts. Reinders kommt gut an bei den Spielern. Er schafft den militärischen Drill ab. Er ist locker auf Augenhöhe. Und er hat ganz neue Trainingsmethoden. Was hast du viel noch von einer Verletzung? Wir arbeiten darauf hin vom Training aus, dass wir Montag eben intensiv, Dienstag intensiv und dann geht das immer mehr, wird immer weniger zum Spiel hin und beim Spiel sind wir dann 100-110% voll dabei. Sind wir total heiß, was früher nicht war, während wir eben zu viel trainiert haben und dann war es Wochenende, dann waren wir schon groggy und jetzt ist es eben besser. Wir machen noch eine Viertelstunde. Auf dem Platz verstehen sie sich wunderbar. Sich aber nach dem Training prallen die Welten aufeinander. Oder den oder was weiß ich auch immer. Und die anderen nutzt den Nachmittag heute, Männer. Haut euch mal hin, ruht euch aus. Ich gesagt, passt auf, das Training war gut. Wir gehen jetzt in die Kabine, lassen uns behandeln, Massagen, Sauna. Und dann um 18 Uhr könnt ihr dann alle nach Hause fahren. Ja, dann habe ich als Kapitän gesagt, also Trainer, das geht jetzt nicht. Ich muss die Kinder abholen von meiner Krippe. Und dann hat er gefragt, warum das denn? Und da habe ich gesagt, meine Frau hat Spätschicht. Ne? Und das kannte er gar nicht. Und da haben sich natürlich danach noch 5, 6 andere gemeldet, denen es genauso ging. Also wir mussten schon bis um 18 Uhr im Kindergarten oder in der Kinderkrippe sein, unsere Kinder abholen. Daraufhin hat er dann gesagt, okay, dann sagt mal zu Hause Bescheid, ab heute verdient ihr das Geld und die Frauen können zu Hause bleiben. Der ganze Club eine einzige Baustelle. Den Takt geben die Westvereine vor. Im Sommer 91 macht Hansa das Ostseestadion Bundesliga-tauglich. Die Spieler werden Profis. Früher bekamen sie ihr festes Gehalt von Betrieben, die sie kaum von innen kannten. Jetzt müssen sie selbst verhandeln. Lange Rede, kurzer Sinn. Du weißt, dass wir äußeres Interesse haben, dich sofort unter Betracht zu nehmen. Okay, und jetzt müssen wir einen gemeinsamen Weg finden, dass deine Wünsche und unsere in Übereinklang gebracht werden. Auch für die Fans brechen neue Zeiten an. Was kostet denn der Stehplatz? 50 Mark.
Man soll das alles bezahlen. 15 Mark West nach 2,50 Mark Ost für den Stehplatz. Doch zu Beginn der Bundesliga-Saison ist Hansa jede D-Mark wert. Denn die Rostocker legen einen Traumstart hin. Die Mannschaft ist eingespielt. Der Verein hat seine Talente nicht an die Westclubs verkauft. Im ersten Heimspiel schlagen sie Nürnberg mit 4:0. Und so geht es weiter. Siege gegen Dortmund, gegen Nürnberg, in München und nach dem Remis gegen Leverkusen am 7. Spieltag. Hansa Rostock, der Tabellenführer. Erfolg, mit dem sich bald eine ganze Region identifizierte. Hansa, ein Ossi, machte Karriere. Doch dann ist der Schwung des Anfangs weg. Dafür greifen die Mechanismen des Profifußballs. Der Vorstand entlässt den Trainer, die Mannschaft stürzt in den Keller, der Aufsteiger steigt ab. Hansa hat so gekämpft und irgendwie haben sie es auch wirklich verdient, die ganze Saison. Und dass sie Uwe rausgeschmissen haben, was sollen wir nun machen? Es war ein großes Abenteuer für uns, Bundesliga. Wir wussten von vornherein, dass unsere Stärke in der Gemeinschaft liegt, in der Kampfkraft. Und ich muss auch sagen, wir haben einen Bombenstart hingelegt und haben, glaube ich, vielen Mannschaften erstmal gezeigt, dass wir in Rostock guten Fußball spielen. Daran arbeitet Juri Schlünz auch 20 Jahre später noch. Talente entdecken, gute Fußballer ausbilden und sie in die erste Mannschaft bringen. Dass die meisten seiner Entdeckungen dann von den reichen Bundesligisten weggekauft werden, daran kann auch er nichts ändern.